Hallihallöchen und willkommen zurück zu einem neuen Video von Pandaskins. Ich bin's euer CyberSP. Vorsicht. Gambling ist ab 18. Das Ganze ist aber sponsored. Wenn ihr mich unterstützen wollt, ist unten in der Beschreibung ein kleiner Link für euch, da könnt ihr draufdrücken. Auch natürlich vermerkt sind zwei Promo-Skin-Codes, die ihr hier einlösen könnt. Hier kriegt ihr dann einen Deeper-Side-Bonus, wenn ihr einzahlen möchtet. Wir haben uns in der letzten Folge ja unsere Low-Budget-Cases angeguckt, die wir uns jetzt hier auch angucken werden. Wir werden die jetzt einmal, jede Kiste einmal, und werden die mal so hochstacken, jede Kiste 10-mal, dass wir einfach mal einen Überblick haben, was so in den Cases drin ist. Ich glaube, 10-mal sollte reichen. Es sind schon wieder genug Kisten. Obwohl, nee, wir machen es anders. Wir machen die ganzen Kisten 15-mal auf, dass wir sehen, was uns blüht und was uns erwartet hier. Das ganze Battle kostet 97 Euro. 4 Players, create a battle. Und dass wir ein bisschen den Flow hier in dem Video haben, gehen wir mal wieder auf eine ganz alte Kiste von uns. Für die High Roller, auch wenn es ein Budget-Video ist, aber für die High Roller, ihr kriegt natürlich auch was. Eine Snakebite-Case, schauen, was wir da rausbekommen. Die haben wir ja ewig und 3 Jahre nicht mehr geöffnet. Vielleicht haben wir jetzt ein gutes Ticket. Die Welcome to the Jungle will ich nehmen. Das, oder das Flippen Knife Slaughter. Aber bitte nicht das Norman Knife. Das ist sehr schön. Flippen Knife Slaughter ist unser. Gehen wir direkt in den Skin. Dice. Und hoch. Komm. Über 5000 sei mir gegönnt, oder? Perfekt. Das probieren wir direkt noch einmal. Wir wollen hier jetzt mal wieder ein bisschen Budget reinholen. Perfekt. Das können wir dann direkt nachher settlen. Ich sehe schon, ein Bot ist gejoint. Einer hat schon mal reingeschafft. In der Zeit kann ich euch jetzt noch was erklären. Und zwar, ihr könnt das Ganze hier taken in euer Inventory. Oder ihr könnt es auch verkaufen. Das heißt, ihr geht hier hin, drückt auf PayPal, gebt hier eure E-Mail-Adresse ein. Und könnt euch direkt Real Cash auszahlen lassen. Und die ganzen Transaktionsgebühren sowie Servicegebühren sind hier direkt weggerechnet. Aber weil wir in unserer Serie sind, sell ich das Ganze, damit wir mehr haben, um mehr Cases gemeinsam aufzumachen. Ich mache ja das alles für euch. Na, mir ist es egal, ich bin nur der Entertainer hier. Ich mache das nur für euch. Dass wir natürlich auch unsere Kiste endlich finden. Die Kiste des Vertrauens. So, mal schauen, was Bandabot 2, 3 und 1 so drauf haben. Ich hoffe natürlich Gutes. Ich habe sie nämlich alle lieb. Ich hoffe, die ziehen mir jetzt einfach hier das Cash raus, dass ich mal die Kiste wirklich gut sehen kann. Ich habe eine ABP Safari Mesh Dream Skin. Der Dream Skin schlechthin. Ja, okay. Wie gesagt, bei den Low-Budget-Kisten, man merkt halt, die Percentage sind nicht so gut. Man versucht halt irgendwas trotzdem zu machen, dass halt Leute mit weniger Budget möchte man nicht verurteilen, wie gesagt. Man soll wirklich nur das investieren, was man kann oder was man möchte. Dass die auch ein bisschen hier in den Genuss kommen können, aber haben halt nicht so die hohe Prozentchance. Aber wenn man es natürlich bekommt, ne? Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat letztens, übrigens guter Anspruch für euch, Twitter, da könnt ihr ab und zu bei mir vorbeischauen, da gibt es Giveaways. Hat jemand ein Giveaway gewonnen, der hat 10 Euro bekommen für eine Seite und der hat dann einfach mit den 10 Euro aus einer Low-Budget-Case 80 Euro rausgesnackt. Ganz easy cheesy, also es ist possible, aber es ist halt viel, viel schwerer. Obwohl ich auch sagen muss, wie bei den großen Cases, du bekommst nicht Profit. Das ist ja immer so, dass die House Edge gewinnt. Aber hin und wieder könnt ihr der Glückliche sein, der gegen die House Edge gewinnt, während ein anderer halt verliert. So wie ich. Ich verliere für euch. Ihr holt euch das, was ich verliere, wieder rein. Finde ich super. Also würde ich so unterzeichnen. Ich weiß nicht. Das wäre halt schon. Das Knife hätte ich jetzt in meinem Inventory schon gesehen. Wäre eine interessante Sache gewesen. Aber ich sage jetzt so, allein das Battle hier, jede Kiste, was wir gerade öffnen, diese 15 Cases pro Stück, sind fast 100 Euro. Ich bin gespannt, was wir alle vier gemeinsam rausbekommen. Im Endeffekt ist das jetzt ein 400 Euro Battle. Daher bin ich sehr, sehr gespannt, was wir rausziehen, ob wir hier wirklich mit hart Minus rausgehen oder doch ein bisschen Plus bekommen. Ich meine, wenn jemand jetzt ein Knife zieht oder Handschuhe, dann ist so und so vorbei. Da ist das Profit schon gut geschrieben, für ihn zumindest. Aber wie viel bekommen wir am Schluss letztendlich komplett raus? Das sind Dinge, die mich auch immer interessieren. Wo ich sage, da bin auch ich sehr, sehr gespannt. Na, ich sehe bis dato nichts Positives bei uns allen. Das ist ein bisschen, ja, kritisch.
Oh, hier 69 Cent. Das sind genau die Skins, die wir wollen. Weil ich sehe auch bei den Blue Skins irgendwie keine Hoffnung, dass da irgendwas Gutes kommt. Das hätte ich mir angucken können auch. Ob bei den Blue Skins halt irgendwas. Oh! Ja, Hallöchen, Neon Rider. Oh, du kommst einfach so rumspaziert, während ich hier was am Erzählen bin. Diesmal habe ich dich nicht verpasst. Sonst bin ich immer verplant, aber diesmal habe ich dich nicht verpasst. Ich sage, wir ziehen halt alles so 9 Cent, 30 Cent. Ja, ist jetzt nicht der Yellow from the Egg, brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Aber ja, ich meine, allein das sind jetzt 90 Runden, ne? Also das geht halt noch ein bisschen, das Battle. Weiß ich, ich kann schon fast nicht mehr, was ich sagen soll zu der ganzen Thematik. Ich bin verwirrt. Ich bin fertig mit den Nerven. Aber hey, ich hoffe, wir sind gemeinsam fertig mit den Nerven. Ah, da kommt die Hyper Beast rein. Da habe ich einen Konkurrenten. Bandabot 3, wie immer. Gibt ja keinen anderen Konkurrenten für mich hier auf der Seite. Es ist immer Mr. Bandabot. Versteht ihr, bei Bandabot 1, 2, 3, die heißen alle Bandabot, das sind alle Konkurrenten. Flachwitze machen kann ich. Ich muss sagen, wir haben schon gut aufgezählt. Wie viel haben wir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30. Oh mein Gott. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Gutes Battle, muss ich sagen. Also ein Wahnsinn hier. Das macht totally viel Spaß. Nee, Spaß beiseite ist. Also das zieht sich halt jetzt wirklich ein bisschen, aber dafür sehen wir, was hier los ist. Wie gesagt, ich hoffe jetzt noch auf Redskins. Natürlich hoffe ich auch auf ein goldenes Symbol auf meiner Seite. Nicht bei den Gegnern, auf meiner Seite. Denn dann ist der Cypress glücklich. Nee, Seite, okay. Ich dachte, wenn ich das jetzt so sage, bekomme ich es direkt, aber nee, ich meine, ich schwitze mir hier auch was ab, für das, dass ich hier das mache. Es ist verdammt heiß draußen. Ist jetzt hier und denke mir, hey, gibt nichts Besseres, wie jetzt ein Video zu drehen. Ich bin verrückt, ich weiß, aber dieses Verrückte, das gehört belohnt. Das gehört belohnt. Nee, seht ihr nicht so? Ich schon. Oh, das Knife da, das hätte ich bei mir drüben gesehen. Ja, ich bin jetzt gerade, weil Bandabot 3 hat gerade auch schön was gezogen. Oh, da hätte man eins runtergehen können. Deswegen, ich bin jetzt hart gespannt, wie das Ende aussieht. Wie weit wir aneinander vorbeirasseln. Ich war so über. Nein. Oh mein Gott. Ich sehe hier so viele Knives in den Jaws. Ich will sie alle haben. Aber irgendwie, es sei mir nicht gegönnt. Ja, okay, unseren Revolver nehmen wir halt mit. Den Revolver, den nehmen wir mit. Der ist ja super. Aber der Rest ist irgendwie so ein bisschen lasch gerade. Jungs, kommt ein bisschen, wacht auf und wir ziehen jetzt alle Knife. Alle vier. Dann haben wir alle vier das Battle wieder drin. Was haltet ihr davon? Nein, nicht so euer Ding. Meint schon. Ich muss sagen, hier kommen so viele Skins, auch die ich noch nie gesehen habe. Wo ich mir denke, aha, wer bist denn du, Süßer? Das ist, wenn man eine CSGO-Pause hatte, ne? Und es kam ein bisschen was und du hast es nicht mitbekommen. Ich weiß noch, meine letzte Kiste, die ich so ja damals geöffnet habe, wo ich noch ganz, ganz, ganz hart aktiv gezockt habe, das war noch die Chroma 1 Kiste. Also ist ein bisschen her. Oh. Okay, ich sehe schon, wo wir da jetzt hingehen. Für mich die Gloves. Nein? Okay. Man darf auch Träume haben, oder? Don't let your dreams be dreams. Sage ich jedes Mal. Das sage ich auch zu Kollegen, wenn die Probleme haben. Sage ich, don't let your dreams be dreams. Aber irgendwie bleiben bei den Kisten meine Träume Träume. Harte Enttäuschung. Aber we got this. Ich meine, so langsam sollten wir das durchhaben. Jetzt scrollt er gibt so heilige Scheiße. Sind das viele Cases? Das Durchrechnen. Viel Spaß. Das wird jetzt dann ewig dauern. Die Seite sitzt gleich da und zeigt an. Error. Oder kein Bock.
einfach hingeschrieben, kein Bock. Rechne selber. Entscheid du, wer gewonnen hat. Kreuze hier an. Das wäre lustig. Ah, komm. Den Nitro habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich sehe hier gerade einen Jaguar Asimovs rumfliegen, Handschuhe. Ja, ich glaube, wir sind noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Eieiei. Könnten wir noch irgendein... Nö. Okay, Die Asimov hätte ich schon wieder gern gehabt. Weil die wäre auch ein guter Push in die richtige Richtung, was das Geld angeht. Wie gesagt, ich kenne auch die kompletten Skinpreise nicht. Daher bin ich ja immer so ein bisschen ruhig und schaue mir die Preise an und versuche sie mir zu merken, dass ich dann weiß, okay, hey, der Skin ist jetzt in der Zeit so gestiegen, der Skin ist jetzt auf dieser Ebene geblieben. Aber ich meine, hier bei den Kleinen habe ich ja auch schon mitbekommen, die springen ja, wie sie wollen. Mal sind sie hoch, mal sind sie niedrig, mal sind sie einfach da. Ja, okay. Auch gute Puls. Bis dato, ich glaube tatsächlich, wir führen sogar bis dato noch. Also ich bin mir zwar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube. Gut, okay. Ja, der Pull. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt bei der einen Kiste. Oh, bei welcher könnten wir jetzt gerade sagen? Oh, wir sind bei der letzten. Oh, wir haben unsere 90 Runden durch. Das ging ja doch schneller als gedacht. So, Jungs. Auf geht's. Zählen. Have fun. Und was habt ihr heute so gemacht? Das Ding ist, ich muss kurz was nachgucken. Kann ich das, wenn ich jetzt auf Histories of My Battle gehe? Ach, können wir skippen. Tatsächlich. Okay. Das ist krass. Also, ich weiß schon mal, wir haben es gewonnen. Aber ich finde es lustig, dass hier 208 noch steht. Wo zählst du gerade? Das ist eine gute Frage. Aber dann dürften wir ja eigentlich in den Contracts das jetzt drin haben. Ja, Heilige. Das ist sehr viel Zeug. Profil. Sell all. Wir merken uns ganz kurz. 2401. Ja, 205. Das heißt, das Battle hat tatsächlich, wenn du gegen alle vier gewinnst, sogar ein bisschen was gebait. Und dass wir jetzt noch ein bisschen was haben, machen wir jetzt eine Hedgehog noch auf ganz gemütlich und hoffen, dass wir jetzt auch was rauspullen. Ah, aber das Battle war eigentlich nicht mal so bad dann. Ich meine, es war wie gesagt jetzt nicht die Welt, was wir gewonnen haben. Das Huntsman Knife Autotronic würde ich mitnehmen. Sehr schöner Skin. Sehr, sehr schöner Skin. Ab in den Skin Dice. Wir versuchen es jetzt einmal auf Risk mal 4. Weil wir wollen ja hier ein bisschen Money scheffeln, aber das wird nix. Egal. Was sage ich zu den Low-Budget-Cases? Sie sind in Ordnung, aber ich würde sagen, man lädt ein bisschen mehr auf und sagt, man geht in die untere Reihe oder sogar zu dieser Reihe hier. Hat man teilweise bessere. Vor allem der Good Dog ist so aktuell mein heimlicher Favorite. Ja, aber ihr habt ja die Reihe hier. Und daher wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Ich bin so euer CyberCB, wenn ihr mich unterstützen wollt. Unten in der Beschreibung ist der Link. Bis zum nächsten Mal. Ciao.